So, schönen guten Morgen. Gleich zur Eröffnung die 61er Extension getestet und das 1, 2, 3 Tops aus dem Tagesschart. 15.369 als Support. Vorbörsliche Spanne ist nicht unterschritten. Zumindest nicht auf Schlusskursbasis. Aber nicht schlecht hier, 50 Punkte in kurzer Zeit. Und grundsätzlich die Vorgaben aus den USA positiv. Der US-30 über Vortageshoch. Also Industriewerte in den USA schieben an über die 1 bei 34,561. Damit könnte der schwache Dienstag ausgebügelt werden. Wenn also auf den erneuten Versuch hier in Richtung tiefere Tiefs zu gehen, sofort Käufer in den Markt kommen. Im NDRQ auch da sieht man ja oft, dass Unterstützungen so getestet werden, dass der Nasdaq da erstmal drunter geht, um zu gucken, bricht da die große Panik los oder passiert es nicht. Und genau das ist die Info von gestern, dass das nicht der Fall war, nicht der Fall ist, unter der 820, also 14.820, kein Verkaufsinteresse, Käufer und Verkäufer nach zwei sehr schwachen Tagen mit der gleichen Kraft. Daraus könnte ein Bullish Engulfing Pattern werden. Da gehört allerdings noch einiges dazu. Wir müssen die Hälfte des Kerzenkörpers vom 28. September darüber schließen, also so roundabout über 15.000 Punkten. Ansonsten wäre das gestrige Tageshoch bei 9,38 und die 100er Extension aus dem Top bei 14,919 wären mögliche Anlaufstellen für Top-Bildungen, die es geben könnte. Also eben die Stärke, sie dann anfangen rein zu verkaufen. Und der Germany 30 jetzt mit einer Signalkerze. Ist bestätigt.
kein sauberer Trendaufbau bisher. Läuft einfach ganz normal zurück, also weiter runter. Support, wie gesagt, bei 3,69. Bärischer Verlauf wäre jetzt ein Rücklauf an die Signallinie oder an das vorbörsliche Tief und dort dann 1, 2, 3. Ein 61er wird erneut erreicht. Kommt ein neues Tagestief. Hornbach Holding plus 6,7%. Da geht die Auffächerung gegenüber dem Februar dieses Jahres liegenden 1, 2, 3 Tief weiter mit einem höheren Hoch. Hier ein positiver Ausblick von Hornbach auf das Gesamtjahr. Die 4,23er Extension bei 119,34 wäre jetzt eine interessante nächste Anlaufstelle. Unschön jetzt an diesem 1, 2, 3, das gerade entstanden ist, ist, dass hier kein tieferes Tief gekommen ist. Also der eigentliche Impuls ist der von hier dort hoch. Das hier ist kein 1, 2, 3, weil dieser Punkt hier um 9:08 Uhr ein Tick höher war als um 9 Uhr. Plus 8% bei Hornbach, ziehen weiter an. Plus 9%. Plus 10% fast. 10,8%, das scheint ein Short Squeeze zu werden. 119,34, wie gesagt, wäre die 4,23er Extension. Die Zinsen erneut steigend, T-Notes sinken, Zinsen steigen, Tech-Werte unter Druck und Germany 30 jetzt mit einem tieferen Tief. Es war also richtig, hier dieses 1, 2, 3 anzuzweifeln. Peter schreibt 100. Peter, guten Morgen. Falki, guten Morgen.
Rainer und Fuchsi, schönen guten Morgen. Peter, was meinst du mit 100 Jochen? Plus 12%. So, in Germany 30 wäre jetzt über der 3,7555 ein 1-2-3-Tief möglich, weil wir haben ein neues Tagestief gemacht. Das ist jetzt der wichtige Impuls von hier dorthin. Bedeutet, wir könnten dann, wenn wir da jetzt drüber gehen, jetzt ist es natürlich gerade gerutscht, da jetzt zumindest im 10-Sekunden-Chart kleines 1, 2, 3 haben. Viel wichtiger ist jetzt allerdings der 1-Minuten-Chart. Im 15 Kerze, 9 Uhr, umfasst 100 Punkte. Ja. Also ich hatte es ja in Espresso heute Morgen auch schon gezeigt. Die typische tägliche Schwankung ist derzeit bei 200. Ich glaube 220 Punkten, was haben wir da im DAX zurzeit? Man kann sich das anzeigen lassen über einen Indikator, der nennt sich ATR. Durchschnittliche Schwankung, wenn wir vom gestrigen Tag ausgehen, geklettert ist 223 Punkte. Schwankung pro Minute ist so 15 Punkte. Diesen Indikator kann man auch nutzen, um Stops zu setzen. Also Stops abhängig von der aktuellen Schwankungsbreite. Hornbach squeezed weiter, plus 12% nun, fast. Gerade nochmal neues Hoch gemacht. Fast ein Rekordhoch bei Hornbach, war im Juli 2011 schon mal höher. So, da wäre jetzt das 1-2-3 tief im Germany 30 möglich. Bei einem Minutenschlusskurs über 15,3834 an einem Support, der 61,8er aus dem 1-2-3 Top im Tageschart. Tech-Werte hier mit einer Hammerkerze im 5-Minuten-Chart an der EMA 200.
Starke Entwicklung bei Mutares, plus 16,6% geht es da nach oben. Und charttechnisch durchaus interessant, weil wir hatten hier eigentlich einen Top, der 61er erreicht und jetzt hier dieser Short Squeeze. Support ist das Tagestief und Punkt 2 ist hoch vom 17. September bei 23,82. Und Verbio steigt wieder erneut an die 61er Fibonacci-Extension von diesem Trendfortsetzungsmuster. Ein Ausbruch über 58,93 könnte 66,24 ins Spiel bringen. Lufthansa erneut schwächer. Da gab es ja die Kapitalerhöhung, die Bezugsrechte werden gerade gehandelt. Die Aktienzahl bei der Lufthansa hat sich verdoppelt. Sinn und Zweck von der Kapitalerhöhung ist, durch die, ja, den Barbestand zu verbessern, aber auch die staatliche Beteiligung zurückzukaufen, Kredite zurückzuzahlen. Technisch betrachtet, jetzt bereinigt um den Aktiensplit, wäre die 6,49 € eine ganz wichtige Marke, die bei der Lufthansa-Aktie überschritten werden müsste, um eine Bodenbildung zu ermöglichen. Danach sieht es im Moment nicht aus.
Peter fragt, wie viel Uhr die Abstimmung im Kongress ist. Kann ich jetzt ad hoc nicht rausfinden, wann die ist. Aber die Abstimmung ist, aber die Wahrscheinlichkeit vielleicht bei 2%, dass das noch durchgeht. Die hatten ja am 27. September eine Abstimmung im Senat. Am 27. September hätte der Senat eben die Debatte stoppen können, bevor es dann eben weiterkommt und es eben zur finalen Abstimmung dann kommt. Und es geht hier um die Anhebung der Schuldengrenze. Und diese Abstimmung im Senat am 27. ist gescheitert. Und das nennt sich dann Filibuster, heißt also, Filibuster ist so ein Begriff, wo es im Grunde darum geht, dass da die Opposition dieses Gesetz einfach zu Tode redet. Das ist quasi das, was jetzt auch erwartet wird. Also das Gesetz im Moment wird als tot bezeichnet oder es ist angenommen, dass es so ist. Kann sein, dass der Senat erneut abstimmen wird. Ja. Aber im Moment sieht es danach nicht aus. Also das muss alles nochmal neu aufgerollt werden. Der Termin heute ist zwar einer, der stattfindet. Aber wie gesagt, große Überraschungen werden da nicht erwartet.
So im US30, im NDAQ 100, so heißt er, geht es jetzt darum, da einen bullischen Druckaufbau hinzubekommen über der 872. Da hat er sich in den frühen, kurz nach 7 Uhr, ein 1, 2, 3 Top gebildet. Und das funktioniert nicht. Damit droht hier eine Wiederholung dessen, was wir um 8:40 Uhr schon mal hatten. Also insgesamt relativ ruhig. Wir hatten heute, um das nochmal zusammenzufassen, also ein neues Hoch im elektronischen Handel für den Dow Jones, also für den US30. Der Germany 30 gleich mit so einem 50-Punkte-Absturz gleich zur Eröffnung, hat dann nochmal ein tieferes Tief gemacht, davon dann ausgehend eine Bodenbildung über ein 1-2-3-Tief, das sich jetzt zur 1,61er ausgedehnt hat, hängt jetzt hier ein bisschen fest am vorbörslichen Tief. Im weiteren Verlauf wird es dann eben wichtig sein, natürlich hier diese Chartstruktur hier aufzuknacken, dieses 1, 2, 3 Top und dann im Tageskerzenchart, wie gesagt, möglichst die 15.000-Punkte-Marke wieder drüber zu gehen auf Tagesschlusskursbasis, um hier quasi einen Morningstar, gebildet aus der schwarzen Kerze, dem Doji und dann eben der blauen Kerze zu bilden. Morningstar ist ja definiert, dass die Anstiegskerze die dritte dann mindestens 50% des schwarzen Kerzenkörpers auf Schlusskursbasis übersteigt. Also 15.000 Punkte könnten heute bei weiteren Anstiegen dann einen Widerstand darstellen. Im US30, ja, gilt es eben bei möglicher Schwäche die 34.561 zu halten. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag. Danke fürs Einschalten.